Hallo und herzlich willkommen zur Lesesendung am 15. Juni 2012. Seit ungefähr einem Jahr und einem Monat, also da gibt es eben schon ein weiteres Buch von der Autorin von Windkartoffelknödel, also Rita Falk. Winterkartoffelknödel ist eigentlich jenes Buch, das ich in meiner allerersten Lesesendung gelesen habe. Und heute lese ich eben den zweiten Teil, Dampfnudelblues. Der Grund, warum ich eben ausgerechnet dieses Buch mir ausgesucht habe, einerseits wegen des einjährigen Jubiläums dieses Buches, und andererseits auch, weil ich wieder mal aus seinem Buch ablesen wollen. Und da habe ich mir gedacht, ich werde eben dieses Buch mir aussuchen. Es ist stilistisch gesehen schon einiges besser als Winterkartoffelknödel, weil es auch nicht mehr so trivial ist. Und also nicht mehr so vorabsehbar und es ist so lustig, das erste Buch, aber man kann es mir halt auch schon noch herauslesen, wie es weitergeht. Und hier gibt es auch mehr Überraschungen. Aber dennoch finde ich beide Teile eigentlich auch unterhaltsam und nett. Und ich lese es mal weiter. Stirb, du Sau! Steht auf dem Höpfel sein Hauswand. Ärgerlich. Und nicht nur für den Höpfel. Weil, wenn am Montag in aller Herrgottsfrüh das verdammte Telefon läutet, noch zu das Dienstliche, dann ist es halt scheiße. Erst recht vor dem Frühstück. Dann ist eben der Höpfel. Der Höpfel wohnt hier am Dorfrand, ist Rektor in einer Realschule. Und er will jetzt, dass ich komme. Sofort. Weil es natürlich meine Aufgabe ist, bin ich quasi schon unterwegs. Zwei Marmeladensemmeln und die Eier mit Speck, die mir die Oma brät, müssen dann leider reichen. Für den Früchtequark bleibt leider keine Zeit. Was ist jetzt mit dem Quark? Schreibt mir die Oma hinterher. Gerade wie ich zur Tür hinaus will, weil sie schon seit Jahren nichts mehr hört, deute ich bloß auf die Uhr und meine Waffe und sie kapiert's. Wie ich dann mit dem Streifenwagen und die kleine Anhöhe zu seinem Haus hinauffahre, kann ich es schon lesen. Stirb, du Sau! Steht da also in riesigen Buchstaben an seiner Putzwand. Groß und rot. Und Farbnasen verlaufen nach unten wie Tränen über eine Backe. Der Höpfel rennt mir schon entgegen und deutet auf die Botschaft, als könnte ich die nicht selbst finden. Da schauen Sie her, Eberhofer. Er ist schweißgebadet und nervös. Und offensichtlich hat sich sein gesamtes Blut in seinen Schädel versammelt. Er streicht eine irrsinnig lange Haarsträhne quer über die hohe Stirn und der Schweiß fixiert sie dort. Außer dem Geschwitze ist aber alles tipptopp. Hemd tipptopp, Hose tipptopp, Schuhe tipptopp und das blöde Geschwitze macht natürlich das Gesamtbild zunichte, ganz klar. Da kannst du daherkommen wie ein Lagerfeld. Wenn du schwitzt wie ein Schwein, ist alles dahin. Aus der Hosentasche fummelt er eine Handvoll loser Tabletten und schmeißt sie in den Rachen. Mit einem routinierten Kopfschwung und komplett ohne Wasser versenkt er sie dann in der Gurgel. Baldrian, murmelt er und grapscht erneut in seine Vorratstasche. Eilt mir die verschwitzten Pillen auffordernd unter die Nase, aber ich schüttle den Kopf.
Mir graust es. Lies mal ans Kapitel. Am Nachmittag mache ich mich dann erst einmal auf den Weg zu Frau Höpfel nach Landshut. Leider ist niemand zu Hause. Und ich kann ihr ja schlecht eine Nachricht an die Tür hängen. Bruder vom Zug überrollt, leider verstorben. Nein, wirklich, das geht ja gar nicht. Da muss ich dann wohl später nochmal kommen. Dann fahre ich zum Höpfelhaus. Eine Nachschau. Rein in der Routine. Zuerst gieße ich die Tröge im Garten, weil die Blumen ja auch nichts dafür können, dass sie jetzt verwaist sind. Hinter der Hecke lauern die Nachbarn. Sie lauern dort, ich sehe es genau, und meinen tatsächlich unentdeckt zu bleiben. Ich gieße mich langsam in ihre Richtung und tue so, als wären sie in der Luft. Erst wie ich direkt vor ihnen stehe, schreie ich: Hände hoch und an die Hecke! Zu den zwei Köpfen ragten jetzt umgehend vier Hände über den Heckenrand. Ich kann ihren Atem spüren. Jetzt muss ich lachen. Sie haben sich zu Tode erschreckt. Das war mein Plan. Großer Gott, Sie haben uns ja zu Tode erschreckt, sagte er. Sie röchelt nach Luft. Das war mein Plan, sagte sie so. Entschuldigung, fragte er. Sie röchelt. Warum lungen Sie eigentlich hinter der Hecke umeinander? Lungen? Erlauben Sie mal. Man kümmert sich halt um seinen Nachbarn, nicht wahr? Sagt er jetzt. Ihre Atmung wird um keinen Deut besser. Ja, bla bla bla. Ja, also ganz kurz, es geht halt um diesen Höpfelfall und da muss halt eben da aufgeklärt werden und dazwischen kommen auch andere Fälle, die ich jetzt halt nicht vorgelesen habe, ich habe jetzt irgendwelche Kapitel halt gelesen, ist auch völlig wurscht. Ja, wenn Sie daran Interesse hätten, so könnten Sie es vielleicht auch selbst lesen. Ja. Und damit war es für heute. Ich habe extra die Sendung von nächster Woche schon auf heute verschoben, weil ich nächste Woche leider keine Zeit habe zum Lesesendungen machen. Daher habe ich es jetzt schon geschossen. Und so, jetzt bedanke ich mich noch fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sind auf Wiedersehen.